Aber was man nicht alles tut für die Optik. Viel, viel Zeit aufbringen. Sehr viel Zeit. Zack. So, 12 Holz haben wir nur noch dabei. Können wir schon wieder zurückreisen, nur wegen dem nicht ein Holz. Wir haben jetzt 1, 2, 3, was wahrscheinlich zu viel. Müssen wir uns mal eben hier einen Platz freischaffen. Zack, zack, zack. Oh, die Scheiben können wir auch schon mal reinmachen. Mit Holz war es das jetzt erstmal. Scheiben nehmen wir mit Holz war es das. Jawohl. Komm. Gehen wir noch mehr Holz holen. Oder lassen wir es erstmal bleiben. Beschäftigen uns erstmal mit den Tischen, was ich hier noch vorhatte. Erstmal alles Unnötige wegtun. Was wir jetzt definitiv nicht brauchen werden. Die Axt werden wir brauchen, die ist aber schon ziemlich angefrackt. Einige diverse andere Sachen. Ich weiß nicht, ob ich aus Birkenzaun bauen soll. Keine Ahnung. Es gibt viele Varianten, die man nehmen könnte dafür. Ja, ja. Erstmal ein paar Stufen herstellen, würde ich sagen. Ein Stack. Holzstufen, zwei Stacks. Was Fleisch zu uns nehmen. Das ist schon ein krass geiler offener Raum geworden. Noch wesentlich höher sind später die vielen Inseln und immer noch 64 Block unter Maximum. Sprich, immer noch jede Menge Luft nach oben, um was Schönes zu bauen da oben. Aber das wird sich noch alles ziehen. Ich hoffe, ich komme da gleich noch zu. Ich werde mich damit noch ja, lange, lange beschäftigen. Also Birkenholztreppe. So wollen wir es haben. Exakt so wollen wir es haben. Ein bisschen unsicher. So wie ich es jetzt baue, wird der Tisch schon recht breit werden. Aber für diesen Raum, den ich hier habe, müsste er glaube ich noch breiter werden. So. Hätte ich schon eher getippt, dass er so breit werden muss. Ich glaube, das wird zu breit sonst. Aber so wird es schöner aussehen. Das stimmt schon. Man kann so ein bisschen unterm Tisch drunter gucken. Sieht doch wesentlich bequemer aus. So bis hier in etwa. Das war scheiße. Ich sehe schon, unsere Axt wird nicht lange halten.
wenn wir so weitermachen hier. Zack, zack. So, dann haben wir den komplett zu. Aber sieht der komplett zu überhaupt noch gut aus? Ich, boah, es ist echt. Habe ich wieder verdammt viele Möglichkeiten, mich hier auszuleben. Bei diesem gigantischen Tisch, der mir schon fast zu groß aussieht. Obwohl im Gegensatz zum Rest des Raumes geht es echt noch. Aber trotzdem wird er schon sehr groß. Kleiner machen kann man immer noch. Erstmal wird das so ausgeführt. Jetzt wird der Speisesaal hier. Immer einen falsch geplaced. So. Zack, zack, zack. Hier werden mal zwei verschwinden. Hier verschwinden auch zwei. Funktioniert nicht ganz, wie ich haben möchte. Aber so. So geht das. Wenn es nicht ganz so aussieht wie so ein Klotz hier einfach hingehauen. Das schon ein bisschen mehr Optik rüberbringt. Damit mir nicht irgendwelche Viecher hier drin spawnen, zum Beispiel. Ach nee, können ja gar nicht, aber so also ein Licht hier drin wäre vielleicht schon eine ganz coole Sache. Und ich werde mal, ich mache einfach mal hier was rein. Hier in der Mitte. Und nochmal hier. Zack, zack. Dürfte eigentlich nichts spawnen drin, eigentlich. Aber auch nur eigentlich. So, erstes Deck schon weg. Axt ist fast schon wieder im Arsch. Der Tisch kann sich doch sehen lassen, meiner Meinung nach. Sieht doch gut aus. Ist auf jeden Fall ultra groß. Extrem groß sogar. Zu den Stühlen muss man auch noch was überlegen. Was? Das sieht scheiße aus. So. Sieht das so gut aus, wenn ich dann hier noch so eine Klappe nach unten mache und man sich quasi auf diese Klappe draufsetzt? Nicht so wirklich.
So, damit ist der Klappe noch und er sieht zu klotzig aus. Viel zu klotzig. Sich aus, das können wir nicht machen. Wie macht man das denn am schönsten? Ich müsste jetzt wirklich definitiv mich jedes Mal hier drunter basteln. Und das war's. Und die halt so machen. Oh, jetzt dauert das alles so endlos lange. Verdammte Scheiße. Da drauf immer eine Platte. Hier hinter halt dann quasi die Rücklehne. Ja, man könnte das Ganze ja jetzt auch so weiterführen. Den nochmal entfernen. Zack, zack. Dann hätten wir hier die schönen Stühlchen. Zack, zack, zack. Die Stühle sind etwas krass groß so, ja. Aber finde ich, müssen die auch. Aber die könnten noch etwas kleiner strukturiert werden. Wenigstens etwas kleiner, wenigstens ein bisschen kleiner. Ach Mann, ey, komm, jetzt verschwinde. So. Naja, so oder so, egal wie ich es mache, drehe und wende, es werden Klötze. Es werden ziemliche Klötze. Nicht, ob die Klötze so schön sind. Nun ja, es sind auf jeden Fall theoretisch gar nicht mal so schlechte Teile. Aber optisch irgendwie sehen die zu klotzmäßig aus. Das gefällt mir nicht ganz. Das gefällt mir nicht ganz. Einfach bloß eine Treppe gefällt mir auch nicht. So eine Stufe als Endergebnis sieht auch scheiße aus. Einfach bloß so hier, zack, da ist ein Sitzplatz. Finde ich noch schäbiger. Müsste ich vielleicht mal ein bisschen rumprobieren, ausprobieren, wie man es am schönsten und am besten machen kann. Angekommen. Wieder zu Hause angekommen. Und ihr habt immer noch keinen weiteren Bewohner erzeugt, der hier mal ein bisschen ernten könnte. Das finde ich erbärmlich von euch. Ich müsste die dafür beide zufriedenstellen. Tue ich, indem ich mit beiden handel. Um mit beiden zu handeln, fehlt mir mal ein bisschen Material und die sind noch nichts geworden hier. Leider. Okay, ist auch nichts geschehen hier. Ich war auch zu weit weg. Vielen Dank. Naja, da muss ich wohl irgendwo da hinten hin. Kakteen können ja auch nicht wachsen.
lege mich erstmal schlafen. Es wächst ja alles leider Gottes nur, wenn ich in der Nähe bin. Also wird das so nichts. Also wird das so nichts. Ziegel, Stein, Stufen. Haben wir zwei Stück. Erstmal ein bisschen den Scheiß loswerden. Dorit. Können wir den polierten ruhig mit reintun. Hier unten hin. Ziegelstein. Dann haben wir jede Menge Gestein gesammelt. Können wir auch einmal ein bisschen grob sortieren hier. Zack, zack. Den hier auch noch eben. Normales Gestein behalten wir ein bisschen. Glasscherben haben wir eigentlich noch genug. Glasscherben, Glasscheiben natürlich. Holz fehlt uns vollkommen. Und wir brauchen nochmal wieder ein paar Sticks. Um uns noch eine Axt zu craften. Eine Axt sollte aber reichen, hoffe ich. Zack. Wieder ein paar Schwarzeichen farmen. Die Fenster noch zu Ende bringen. Da wollte ich mich heute gern noch mit dem Fahrstuhl befassen. Alter. Alter. Dämlicher Mini-Zombie. Hier auch noch riesen Erdlöcher drin. Riesige Erdlöcher. So, da sind sie ja, die Schwarzeichen. Auch alle unverändert hier. Setzlinge sind auch nicht despawned. Pflanzen wir mal eben zwei neue hier. Zack. Ein Stack haben wir noch auf Reserve da. Stufe nach oben bauen. Diese dicken Stämme kriegt man fast pro Baum ein Stack zusammen. Zwei mit, wenn wir einmal hier sind. Muss sich die Reise auch lohnen. Zack. Jede Menge Schwarzeichenholz.